Hallo und herzlich willkommen. Wir sind immer noch beim Thema Heizung. Heute machen wir uns die Gedanken, wie kann man das Ganze vernetzen. Die Heizung ist ja nicht als Einzelkomponente zu sehen, sondern in einem Einfamilienhaus haben wir eine Lüftungsanlage. Wir haben auch noch andere Komponenten. Ihr erinnert euch bestimmt an die vielen Beiträge, die wir zum Thema Beleuchtung gemacht haben. So, und da stellt ihr euch bestimmt die Frage, welche Möglichkeiten der Vernetzung es gibt. Weil die Heizung und die Lüftungsanlage, haben wir ja auch schon einen eigenen Beitrag gehabt, die kommunizieren ja miteinander. Ja. Und zu meiner Rechten habe ich den Herrn Müller. Grüß Gott. Herr Müller, ich grüße Sie. Wie geht denn das eigentlich, dass die Komponenten, also meine erste Frage wäre, die sich auch die Zuschauer stellen würden, wer kommuniziert miteinander? Das heißt also, was kann ich miteinander alles vernetzen im Haus? Ja. Ich würde sagen möglicherweise, also idealerweise alles. Und was habe ich dann eigentlich im Ergebnis für Vorteile? Ja, früher war es eben so, dass eine Heizung weitestgehend autark war. Auch Warmwasser war zum Beispiel etwas, das nie eingebunden war. Mhm. Und heute ist es wirklich so, dass das Thema Heizung, das Heizungsgerät, das Lüftungsgerät, das in modernen Häusern nicht mehr wegzudenken ist. Wir stehen hier vor einer Lüftungsanlage. Das ist zum Beispiel ein Homevent. Kontrollierte Wohnraumlüftung für ein Einfamilienhaus. Unbedingt empfehlenswert, wer neu baut? Unbedingt notwendig, weil heute alles so dicht gebaut ist. Also Integration vom Heizungsgerät, vom Homevent-Lüftungsgerät und von der Warmwassererzeugung. Das ist alles untereinander vernetzt in einer Oval-Regelung, in einem Oval-Regelungssystem. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, diese ganzen Informationen, die da entstehen, dass man die nach außen trägt. Und da haben Sie heute die Möglichkeit, auf verschiedene Wege, da sind wir sehr, sehr flexibel. Sie können es selbst über ein Gateway direkt auf die Heizung, Lüftung und Warmwasserbereiche zugreifen. Das heißt also KNX-Gateway? KNX-Gateway, dort können Sie direkt zugreifen, Sie können die Regelung verstellen, Sie können Betriebszustände verstellen, Sie können auch Störmeldungen absenden lassen. Das ist heute alles möglich. Auch noch über ein separates Hover-Gateway können Sie auch noch in die Internetwelt gehen und Sie können sich selbst über die Ferne die Anlage anzeigen lassen. Mhm. Wenn es mal einen Notfall gibt, können Sie optional auch, das ist auf Wunsch machbar, dass optional gleich der Oval Service informiert wird. Da können Sie wünschen, ob wir Störung der Anlage sofort beheben oder ob wir Sie zuerst kontaktieren. Also das sind alles Möglichkeiten, die heutzutage vorhanden sind. Sehr individuell gestaltbar. Wie gesagt, entweder nur über KNX oder Modbus-Koppler in ein System in Ihrem Haus. Oder eben wirklich hinaus in die Welt über ein Gateway-Modul. Aber Herr Müller, jetzt mal eine Frage. Sie sagen jetzt, ich kann was verstellen von Ferne. Mhm. Ich kann jetzt per Smartphone kann ich eine Temperatur einstellen, ne? Genau. Oder was. Aber warum soll ich das überhaupt wollen? Das wäre jetzt zum Beispiel das App, an dem Sie, Oval-App, an dem Sie erkennen, wie warm es ist oder wie das Wetter wird. Das ist das, was Sie an sich auch in Ihrem Wohnraum sehen können. Das ist das gleiche Display, wie was ich jetzt an der Wand hängen habe. Ne? Das gleiche Display, das wir an der Wand hängen haben, gleicher Informationsgehalt, ist bis zu einem gewissen Grad auch einstellbar, individuell einstellbar. Für mich ist doch ein Smart Home, was vollkommen autark mir Arbeit abnimmt. Sie wollen mir doch jetzt nicht zusätzliche Arbeit geben. Ja, das ist auch wirklich nur eine Option, die im Extremfall vorhanden ist. Wir haben in unserer neuen Regelungswelt schon die Wettervorhersage integriert. Mhm. Das bedeutet, im Normalfall müssen Sie sich um gar nichts mehr kümmern. Wir wissen 3 Tage voraus, wie das Wetter wird. 3 Tage? 3 Tage im Voraus wissen wir, wie das Wetter wird. Und sollte es zum Beispiel morgen, übermorgen extrem schön werden und warm werden, dann muss heute schon zurückgeregelt werden, dass morgen und übermorgen der Komfort im Haus sichergestellt ist, weil ansonsten würde ja die Temperatur viel zu hoch werden
weil das System viel zu träge wäre. Also die Heizungsanlage erkennt jetzt anhand der Wettervorhersage, es wird extrem warm, wie wir es jetzt in den letzten Tagen hatten. Und sie fährt schon zurück. Sie fährt heute schon zurück. Dadurch spare ich Energie. Man erspart Energie und wesentlich ist, es ist der Komfort erhöht. Sie hätten morgen viel zu warm zu Hause und das ist dann nicht mehr angenehm und komfortabel. Warum habe ich jetzt zu warm? Normalerweise habe ich ja in jedem Raum einen Sensor, ich habe meinen Raumtemperaturregler, der sowieso immer quasi abtastet, die Soll- und Ist-Temperatur vergleicht und dann habe ich ja auch noch einen Sensor außen, der die Außentemperatur misst. Ja. Oder ist die zu träge, die Anlage? Die Anlage ist zu träge. Mhm. Wir haben in der Regel in Neubauten Fußbodenheizungen und die haben, wenn sie extreme Schwankungen ausgleichen müssen, ungefähr so einen Horizont von 2 bis 3 Tagen, in dem sie reagieren. Und das war ja bisher das Problem, wenn extreme Wetterschwankungen waren, die wir in unserer Region immer haben, dass die nicht richtig ausgeglichen werden konnten. Und das kann jetzt mit dem Weather Forecast von der Tektonik-J-Regelung gemacht werden. Das finde ich ganz toll, dass wir jetzt durch die Wettervorschau die Trägheit der Fußbodenheizung kompensieren können. Ja. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, das einzige Argument, was manchmal so die Leute immer sagen, du kannst nicht in einen Raum gehen und kannst da irgendwie warm und kalt machen. Das geht bei der Fußbodenheizung nicht. Wir haben einfach eine viel zu große Massenträgheit auch im System. Genau. Was wir jetzt hier sehen, ist das Wandbedienungspanel. Wo wir alles, was Lüftung und Heizung betrifft, steuern können. Was können wir denn alles steuern? Wir können, wie wir jetzt hier sehen, hier ist jetzt gerade aktuell die Ansicht vom Lüftungsgerät. Wir können hier zum Beispiel einstellen die Luftfeuchtigkeit. Die kann man einstellen, die kann man sich auch auf dem App anzeigen lassen oder über die KNX-Schnittstelle auf dem allgemeinen Bedienmodul. Kurze Zwischenfrage, wenn es draußen regnet, da habe ich eine hohe Luftfeuchte, die hole ich mir ja schon teilweise auch mit über die Lüftungsanlage mit rein. Können wir dann mit 54% noch rechnen? Ja, dann wird es zwar steigen, aber dann wird die Feuchtigkeitsrückgewinnung zurückgenommen. Und dann werden wir wieder den gewünschten Wert nahe kommen. Das ist ja super, ne? Ja. Es kann mit diesem Rotationswärmetauscher, den wir eben im Homeland haben, wirklich die Feuchtigkeit geregelt werden. Also vergleichbar so im Auto mit der Umluftschaltung, beziehungsweise wenn ich mit nassen Sachen im Auto sitze, werden die ja auch irgendwie letztendlich durch die Klimaanlage getrocknet. Ne? Kann man das vergleichen? Man kann es vergleichen, wobei im Auto sprechen wir eher von einem Luftgütesensor, der eben merkt, ob sehr viel Schmuttpartikel in der Luft sind, Verunreinigungen in der Luft sind. Das hat das Homeland auch und das reagiert auch auf schlechte Luft und erhöht dann auch den Volumenstrom und den Luftaustausch. All das, was wir hier an Daten sehen drauf, kann ich auch auf KNX rausgeben? Das kann auf KNX rausgegeben werden. Sie können alle Daten sehen und Sie können auch schreiben. Die wesentlichen Daten schreiben, also Sie können über Ihre KNX-Steuerung können Sie die wesentlichen Daten der Heizung beeinflussen. Als wären Sie hier an diesem Display, das können Sie alles auch bei KNX. Ich glaube, das ist was das die meisten unserer Zuschauer interessiert, dass die kompletten Daten ich nach KNX portieren kann, weil Sie ja quasi mit KNX als Basisvernetzung im Haus arbeiten. Ganz genau. Super. Genau. Jetzt wäre meine Frage noch an Sie. Viele, denke ich mir, die uns jetzt zuschauen, möchten möglichst viel Daten von der Heizungsanlage beziehen. Ja. Also die wollen zum Beispiel auch, dass wenn ich an einem Raumtemperaturregler die Temperatur runterstelle, dass das automatisch auch mit in die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage mit einfließt. Ja. Geht denn das? Das geht auf jeden Fall. Das ist unbedingt notwendig. Das ist auch selbstverständlich, dass das so passiert. Sonst könnten wir diesen Einfluss gar nicht fahren, den das Wetter hat. Entweder Sie als Nutzer beeinflussen wirklich die Raumtemperatur oder eben das Wetter sagt, halt, ich muss runterfahren und dann hat das einen direkten Einfluss auf die Vorlauftemperatur der Heizung für die nächsten Tage.
erhöht eben, wie gesagt, Effizienz und Komfort. Wie sieht das mit der Lüftung aus? Die Lüftung kommuniziert auch mit der Heizungsanlage? Die Lüftung kommuniziert mit der Heizungsanlage insofern, als dass natürlich sie sind miteinander vernetzt. Mhm. Direkter Einfluss ist nicht unbedingt notwendig. Der passiert indirekt, indem die Raumtemperatur durch die Lüftung ein wenig beeinflusst wird. Mhm. Lüftung reagiert im Wesentlichen auf die Luftfeuchtigkeit. Sie sind miteinander gekoppelt. Ich kann die gesamten Daten miteinander anschauen. Sie wissen voneinander, was passiert und funktionieren als Gesamtsystem. Ja, also zusammengefasst heißt das, es geht immer wieder bei dem Thema Heizung und Lüftung um Komfort, dass wir in allen Räumen im Haus, die wir haben, den optimalen Komfort haben. Komfort heißt nicht unbedingt 25 Grad. Es gibt Leute, die sagen, 25 Grad ist die Wohlfühltemperatur. Ein anderer sagt, der vielleicht sagt, 20,5 oder 21 Grad ist auch gut für mich. Mhm. Das ist also ein sehr individuelles Thema. Wichtig ist dabei, wenn ich eine geschlossene Gebäudehülle habe, dass ich nur dann den richtigen Komfort bekomme, wenn ich eine Lüftungsanlage noch mit habe. Ja, der wesentliche Punkt beim Komfort neben der Temperatur ist ja die Luftfeuchtigkeit und die wird ja eben durch die kontrollierte Wohnraumlüftung durch das Homevent geregelt, abhängig von der Benutzung innen im Gebäude, wie Sie es gerade nutzen, ob Sie viel kochen, ob Sie viele Pflanzen im Gebäude haben und auch natürlich abhängig von der Außentemperatur, wie stark Sie von außen Feuchtigkeit mitbringen oder nicht. Wenn ich vielleicht richtige Glasfronten habe, habe ich natürlich ganz andere Temperaturverhältnisse, muss natürlich auch mit den Heizkreisen ganz anders umgehen, ja, als wenn ich jetzt, sage ich mal, wirklich bloß so Seeschlitze habe. Es gibt ja so Häuser. Ne? Das ist bei unserer neuen Regelung auch ein ganz wichtiges Feature. Sie können in der Regelung die Glasflächen und die Glasflächenausrichtungen einstellen und Sie können sagen, wie stark dieser Einfluss sein soll oder sein muss, der durch diese großen Glasflächen entsteht. Sie haben ja heute sehr oft das Problem, dass Sie sehr, sehr hohe Einstrahlungswerte in großen Wohnzimmern haben und diese Werte kann man bei uns auch in der Regelung hinterlegen und die haben ebenfalls einen Einfluss auf das Regelverhalten der Heizung. Sie sprechen jetzt wahrscheinlich von Wohnzimmern, die nach Süden ausgerichtet ist, wo die Sonne reinknallt. Ganz genau.